Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sind dabei, jetzt nach East England gleich zu fahren. Also würde ich sagen, bleibt mal dran. Ich habe gerade noch hier von dem Kleinen was bekommen. Muss ich ja gleich nochmal hier mal reinschauen, was das war. Ich glaube, ein Schild. Gerade dieses hier. Runenschild. Gesundheit und Fähigkeit Schaden erhöht. Ja, klingt ganz cool. Wolf Chance, dass die letzte Waffe durch Parieren entzündet. Natürlich auch geil, ne? Alle belassen wir es erstmal dabei. So. Wie gesagt, wir müssen hier rein. Oh, Ubisoft Level aufgestiegen. Eivor, hast du einen kurzen Moment für mich? Erstmal wollen wir hier rein. Schön, dich zu sehen. Eivor. Theolbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich... Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst... Ich weiß. Nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgend... Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Eivor, du bist zurück. So, erstmal gucken wir jetzt hier rein. Die wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. So, erstmal Bündniskarte. Ich möchte angucken. Die Bündniskarte einsehen. So. Also Lancaster haben wir. Grantachier haben wir. Jetzt wird es Zeit, glaube ich, East England. Hier oder hier? Ich nehme erstmal East England, ne? Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East England kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends. Der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Engla auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Okay, machen wir das doch. Nehmen wir erstmal das Land in Angriff. Gut, ich reise nach Osten und spreche selbst einmal mit diesem Finn. Ein guter Plan. Pass auf dich auf. Das habe ich. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht... So, wir haben da ja schon ein paar Punkte. Den ausgerechnet noch nicht. Ich kann einfach mal hier starten. Dann gucken wir mal, was East England zu bieten hat. Ich bin gerade noch nebenbei kurz was am Schauen. So. Ja. Wo kommen wir denn hier runterhüpfen? Gar nicht, glaube ich, ne? Doch da lang. Und her mit dem Gaul. Gucken wir uns noch mal genau das hier an. Ja, ich würde sagen, wenn wir da sind, können wir eh den Turm da mitnehmen. Wir können ja hier die Quest auf dem Wege noch erledigen. Ich reite mal hin und wir sehen uns gleich. Vor den Toren der Stadt sind wir angekommen. Sieht auch schon ein bisschen runtergekommen aus. Tun wir einfach so rein. Anscheinend. Norwig, es müssen harte Zeiten sein.
Ja. Weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich weiter hoch. Da ist das Langhaus. Gibt es natürlich wieder auch viel zu holen. Ich nehme. Oh, komm schon, Junge. Da haben wir es doch. Noch läuft bei dem. Was? Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Hat mich geschickt. Warum sitzt der König auf dem Thron? Wer du auch bist, ich will wissen, warum kein König auf dem Thron von East Angla sitzt. Weil der entsprechende Mann noch nicht vermählt ist. Sobald er heiratet, hat East Angla seinen König. Viel mehr aber auch nicht. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Ja, machen wir das doch glatt mal. Dena Oswald. Ach, ich hasse diese Gelaber. Nehmen wir jetzt einfach hier mal. Wo ist mein Pferdchen? Nehmen wir einfach das hier. Alle gleich gut. Hier ist ganz schön nebelig, kann das sein. Für mich in die Ferne. Wir sind noch nicht weit gekommen. Wie die Wölfe, sie mordeten und brandschatzten auf dem Weg. Das waren nicht. Das ich schon. Habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rüds Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame. Versteht das?
Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... Niemals. Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Ein König muss einen strengeren Ton anschlagen, wenn sein Reich gestört wird. Noch bin ich kein König, also höre ich zu, bevor ich entscheide, welchen Ton ich anschlage. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in East Engla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf okay, reiten wir mal los. Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Kann ich einfach folgen oder so? Da brauchen wir jetzt hier nicht rum tantieren. Ups, nee. Mach ich mal die Filmkamera an. Langsam. Irgendwas ist hier im Busch. Halt! Dort vorne ist Rauch. Das ist Betelea. Womöglich dieselben Männer, die die Mauern von Norwig angriffen. Bleib hier. Ich sehe nach. Mir gönnen sie ja nix. Ich bin ja Übergott. Diesen Wachen entgeht nichts. Da wurden wir schon angehittet. Hey. Boinks. Deckt mir den Rücken. Schon geil, ey, wenn alles brennt, ey. Wo bist du denn da oben? Tschüss, auf Wiedersehen, da geht's noch weiter. Ich wusste gar nicht, dass du ein Poet bist. Ah, ihre kleinen Sorgen, ihre kleinen Leben, sie bedeuten mir nichts. Diese Fliegen auf Scheiße. Oh. Augenblick mal! Ups. Komm, gleich sag! Er lebt noch? Da ist ein anderer. Das sollte das letzte dieser feigen Schweine gewesen sein. Oswald wird sich freuen, das zu hören. Wo ein Schlüssel rumliegen? Da, im Gehöft. Oh, hier, ne? Noch weiter hin. Da. Hi, die kleinen Schweinchen. Natürlich erstmal hier reingucken. So, drei Opale wären noch nicht schlecht. Dann könnte ich mir, glaube ich, den Wochenbogen kaufen. Was Wichtiges drin? Ja, ein paar Kisten. Nehmen wir natürlich alle mit.
Überblicke das Land, Freundin. Da ist noch irgendwo eine. Jippa. Hey, hier geht's da noch irgendwo runter. Habe ich da was übersehen? Ja, Tag, ja, du bezog die Reben näher und so ruft zu verfolgen, ich vertraue das. Jetzt keine Ahnung, wo bist du, Ossi? Osborn! Was ist denn hier? Der lässt sich nicht lenken. Voll lustig. Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren Frucht. Zeige mehr Biss als jetzt gerade. Ja, verzeih. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Das werde ich gern. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Okidoki. Dann ist also weiter nach Elmenham. Ich wollte ja eigentlich hier die Quest erst, dass sie nochmal annehmen. Deswegen rutsch mal kurz. Ich kann nicht. Ja, ich hasse es. Dann gehen wir mal hoch. Ist ein bisschen verbuggt aktuell, habe ich das Gefühl. Noch mehr als vorher. Wenn ich es genau betrachten möchte. Du hast ihn getötet! Stimmt doch gar nicht. Lügenbaron. Auf, auf und davon. Ein florierendes Städtchen. Dieser Oswald hat sich gut eingerichtet. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen farbenfroh aus. Dem kann man nicht trauen. Oswald, wo ist dieses Festmahl? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt, jedoch fürchte ich... Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Sie heißt Valdis. Und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zugunsten Estengler. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigen... Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. Sei barmherzig. Ja, dann werde ich mich mal ein bisschen umsehen. Ihr habt Dank, dass ihr zugesehen habt. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin und tschüss.